sage herzlich willkommen zur Logoversity am Nikolaustag 2021. Und es freut mich, dass heute die Jutta bei uns ist. Die Jutta vom Frauengesundheitszentrum, Jutta Eppich. Und wir haben gerade vorher noch geredet, die Jutta, also das Frauengesundheitszentrum, war, glaube ich, jetzt schon bei den Logoversities viermal da. Ja. Und Jutta, du bist heute schon das zweite Mal da. Ja, und es hat mich wirklich gefreut. Die Jutta war so sehr spontan und hat gesagt, ja, bin dabei, super, wie ich angefragt habe, ob das funktioniert, also ob sie Zeit hätte. Und sie, ja, sie hat ein Thema, das ihr sehr am Herzen liegt und das möchte sie gerne. Und es war perfekt, muss ich sagen. Und danke, Jutta, dass du dir die Zeit nimmst heute und ja, mit uns diese Stunde verbringst. Und ich würde sagen, du startest gleich und ich bin leise. Und ja, danke. Danke, Dagmar. Ja, also genau, es hat mich wahnsinnig gefreut, die Anfrage, weil es halt ein Thema ist. Einerseits ein sehr mädchengesundheitslastiges Thema und Bewegung mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und ich würde sagen, ich teile jetzt da gleich meinen Bildschirm, damit wir losstarten können. Dagmar, alles sichtbar, gell? Passt. Denn eine Stunde ist nur eine Stunde und ich würde gern so viel Information reinpacken wie möglich. Das ist halt jetzt die Kurzversion einer Fortbildung, die ich anbiete. Also wenn man sich im Team mit dem noch näher auseinandersetzen möchte, kann man es auch als Fortbildung buchen. Das ist halt so die Mini-Variante und Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Die Fortbildung heißt eben, was bewegt Mädchen? Mädchenspezifische Aspekte von Bewegung und Sport. Und mein Name ist Jutta Eppich, viele kennen mich wahrscheinlich schon, einige vielleicht noch nicht. Ich bin im Frauengesundheitszentrum tätig und zwar genau in der Fachstelle Mädchengesundheit, zusammen mit meiner Kollegin der Hanna Rohn, die eben auch schon zweimal bei der Logoversity dabei war. Und sie hat eben den Bereich der Sexualpädagogik über und ich habe den Bereich eher so Mädchenförderung im Sinne von Prävention von Essstörungen, Essproblemen. Arbeite viel mit Mädchen im Bereich Selbstbewusstseinsstärkung und Körperaufklärung. Und bin vom Grundberuf Sozialpädagogin und habe berufsbegleitend Public Health studiert. Das heißt, ich bin keine Sportwissenschaftlerin, aber ich habe meine Masterarbeit über das Thema geschrieben. Das heißt, ich habe mich durchaus mit Bewegung und Sport auseinandergesetzt und jetzt halt im Spezifischen mit dem Thema Mädchen. Über das Frauengesundheitszentrum werde ich nicht so viele Worte verlieren. Also wir befinden uns in Graz, sind aber für die gesamte Steiermark zuständig. Und ich habe auf den letzten beiden Folien schon, ja, weil ich weiß, die Zeit wird knapp, einfach unsere Angebote zusammengefasst und auch zusammengefasst, wo man noch nähere Informationen über uns findet. Das heißt, da einfach nachlesen. Also man kann uns zu bestimmten Themen einfach auch in die Region holen. Wir halten da gern Vorträge, wir kommen gerne zu Mädchengruppen und machen Workshops mit ihnen und das ist auch unsere Aufgabe, also überall hinzufahren und Mädchen zu erreichen und Fortbildungen zu halten. Genau, also mehr möchte ich eigentlich über das Frauengesundheitszentrum nicht sagen, gerne Fragen später, wenn jemand noch welche hat. Das ist eine Folie, die kennen alle, die bei mir schon einen Vortrag oder eine Fortbildung besucht haben. Ich habe lachen müssen, das ist ungefähr so wie die Folie, glaube ich, von Safer Internet, wie oft WhatsApp genutzt wird und Facebook und so weiter. Die kommt ja auch immer in ihre Vorträge vor und bei mir ist es halt diese Folie, weil ich sie grundlegend finde. Wenn ich über Gesundheitsförderung spreche, dann finde ich, muss ich einmal gesehen haben, von welchen Faktoren wird eigentlich unsere Gesundheit bestimmt? Und wir wissen, oder ich weiß aus meiner Arbeit zumindest mit Mädchen, wenn ich sie frage, okay, was glaubt ihr, was beeinflusst unsere Gesundheit oder glaubt ihr selbst, dass ihr gesund lebt, dann fällt ihnen sehr oft ein, ja, eben entweder ich lebe gesund, weil ich bewege mich und ich, meine Mama kocht immer frisch und deswegen lebe ich gesund. Oder sie sagen, nein, ich glaube nicht, weil ich bin eher faul und ich gehe gern zum Fastfood-Stand und hole mir da etwas. Aber über mehr Faktoren kommen wir eigentlich fast nicht hinaus. Erst über genaueres Nachfragen wird ihnen dann schon klar, okay, dass ich mich wohlfühle, da braucht es schon noch ein bisschen mehr.
Und diese Folie zeigt halt, wie viel mehr es ist, was alles unsere Gesundheit beeinflusst. Und es ist natürlich Bewegung, also das kleine Fuzzi da und Ernährung. Aber es sind natürlich noch viel, viel mehr Faktoren, wie zum Beispiel Netzwerke. Also, dass ich wohin gehen kann, wenn ich einmal Probleme habe und dort ist jemand und hilft mir. Oder ich bin in einem Freundeskreis und kann mich dort gut austauschen. Aber auch Bildung gehört dazu. Es gehören auch Gesetze dazu. Also wie ist in meinem Land geregelt, wie zum Beispiel Rauchen für Jugendliche ermöglicht wird. Das sind ziemlich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und alle diese Faktoren sind beeinflussbar und durch Rahmenbedingungen gestaltbar. Es gibt jetzt in diesem Modell auch noch etwas in der Mitte, also diesen Kreis in der Mitte. Und den finde ich auch sehr wichtig und der ist auch so der Punkt, warum ich eigentlich im Frauengesundheitszentrum eine Arbeit habe, weil es beeinflusst noch etwas unsere Gesundheit und zwar ist das neben Alter und genetischer Ausstattung, mit der wir ja auch auf die Welt kommen, also wir alle werden älter und wir alle haben eben eine genetische Ausstattung, aber neben diesen beiden Faktoren ist es eben auch Geschlecht, das unsere Gesundheit beeinflusst. Und bei Geschlecht gibt es eben diese Unterscheidung. Einerseits also Sex, so kennt man es eben aus dem Englischsprachigen, das ist einfach unser körperliches, biologisches Geschlecht. Damit geht ein bestimmter Hormonstatus einher, damit geht einfach Organe einher, die man eben hat oder nicht hat. Und wir alle, so wie wir da heute sind, wir wissen, dass es natürlich mehr Geschlechter als zwei gibt. Ich bin heute die Expertin heute für die Mädchen. Aber, und das finde ich auch wichtig, egal welches Geschlecht, ich habe eine bestimmte körperliche Ausstattung und ich habe da sozusagen ein Paket mit und das beeinflusst meine Gesundheit. Im Bereich der Mädchen ist es beispielsweise eben einfach so, nur Mädchen haben die Menstruation. Mädchen, die sozusagen, also die einfach eine Gebärmutter haben, die Eierstöcke haben, die einfach diesen gewissen Hormonstatus haben, um menstruieren zu können, sozusagen. Das andere, während eben Geschlecht, egal welches Geschlecht eben, körperlich, das ist ja nicht beeinflussbar, so gesehen, wenn ich mich sozusagen auf eines festlege. Wenn ihr versteht, also egal welches ich jetzt sozusagen, in welchem ich mich zu Hause fühle oder egal welches Geschlecht ich organisch bin, es hat Einfluss auf meine Gesundheit. Und jetzt gibt es aber eben noch diesen anderen Bereich und der erscheint uns auch sehr, sehr wichtig, weil er auf Gesundheit unglaublich großen Einfluss hat. Und zwar ist es das soziale Geschlecht. Das sind einfach die Erwartungen, die Vorstellungen, wie ich in der Gesellschaft zu sein habe, zum Beispiel als Frau oder Mädchen. Und auch da wissen wir, dass das eben sehr viel Einfluss hat. Und wir wissen aber auch, dass es eben beeinflussbar ist. Denn Rollenbilder kann man aufbrechen, diese Vorstellungen kann man verändern und daran kann man einfach unglaublich gut ansetzen. Und es ist sehr, sehr wichtig, denn es gibt Krankheiten, die wirklich aufgrund dieser Rollenbilder eher zum Beispiel Burschen betreffen oder eher Mädchen betreffen. Also weil ich vorher gesagt habe, ich arbeite im Bereich präventiv gegen Essstörungen, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man eben bei Mädchen also sehr stark ansetzt, weil wir wissen, zu 90% oder zwischen 80% und 90% genaue Zahlen gibt es nicht, aber zu einem viel, viel größeren Zahl sind davon eben Mädchen betroffen. Und da spielt soziales Geschlecht eine unglaublich große Rolle. Und umso wichtiger ist es eben, genau bei diesen Rollenbildern anzusetzen. Und so ist es eben jetzt auch zu sehen, also wenn wir jetzt nochmal zurückschauen bei diesem Determinantenmodell, Geschlecht hat eben auf jede einzelne dieser Determinanten Einfluss. Es ist egal, was ich mir herauspicke, ich kann es mit der Geschlechterbrille genau ansehen. Und heute schauen wir uns eben den kleinen Bereich von Bewegung und Sport an, wo eben Geschlecht Auswirkungen hat. Und ich sage es nur an einigen Beispielen, also da gibt es noch mehr, aber nur exemplarisch. Okay, Geschlecht hat Auswirkungen. Einerseits zum Beispiel darauf, warum wir Sport treiben. Es gibt Untersuchungen, wo Mädchen, Burschen, Frauen, Männer gefragt werden, warum sie Bewegung machen oder Sport treiben.
Und da zeigt sich tendenziell natürlich, wir dürfen das nie über einen Kamm scheren und nicht alle Mädchen sind es und nicht alle Burschen machen es aus diesem Grund. Aber wir wissen, tendenziell sind Frauen und Mädchen eher so zugänglich für den Bereich Gesundheit und nennen das auch eher. Sie sagen, ich mache Bewegung und Sport, weil ich möchte gesund bleiben, lange gesund bleiben. Mir ist es schon auch wichtig, dass ich auf meine Figur achte. Ich möchte mein Gewicht halten und ein paar Kilos verlieren. Ein paar Kilos verlieren wird vielleicht nicht so häufig von Burschen oder Männern genannt. Eher so der Bereich natürlich, ich möchte fit sein, ich möchte Muskeln haben oder ich möchte meine Ausdauer verbessern, meine Kondition verbessern oder ich liebe es zum Beispiel, mich zu messen mit anderen. Also warum wir Sport treiben, also die Motive, die dahinter stecken, sind bei Männern und bei Frauen zum Teil sehr unterschiedlich und bei Burschen und Mädchen genauso. Geschlecht hat auch Auswirkungen darauf, für welche Sportarten wir uns entscheiden. Da ist eher so gemeint im Sinne von, schließe ich mich zum Beispiel einem Sportverein an, bleibe ich dort Mitglied für lange, lange Zeit oder neige ich dazu, mir mehrere Sportarten anzusehen? Und das ist interessanterweise bei Studien sehr deutlich geworden, dass eben Burschen und Männer sich vielleicht ein oder zwei Verbände, Vereine anschauen, Sportarten anschauen und dann länger dort verweilen, jahrelang oft. Also wenn man vielleicht jetzt an Fußball denkt, Eishockey, sie haben dort einfach auch die Möglichkeiten. Während Mädchen und Frauen wirklich von einem Sportverband oder einer Sportart zur nächsten hoppen, die vieles ausprobieren, schauen, gefällt mir nicht, nein, gefällt mir nicht, gehe ich weiter. Also einfach viele, viele Dinge ausprobieren und eher so dann auch wieder im Individualsport landen, für sich selbst Sport machen, kleineren Gruppen. Also das sind die Studienergebnisse, zeigen so in diese Richtung. Natürlich wissen wir aber auch, dass zum Beispiel Mädchen und Frauen gerne zu zweit Sport machen oder so und gerne nebenbei kommunizieren, soziale Kontakte pflegen. Geschlecht hat auch Auswirkungen darauf, welche Sportarten uns ermöglicht werden oder spezifischer wettkampfmäßig zum Beispiel ermöglicht werden. So ist es zum Beispiel so, dass erst seit 1990 es die österreichische Fußballnationalmannschaft der Frauen gibt, also gut 20 Jahre erst her. Und überhaupt, dass das anerkannt wurde offiziell, war es seit 1982. Also das finde ich jetzt von der Zeitspanne her, ist es noch gar nicht so lange her, dass das eigentlich jetzt offiziell anerkannt ist. Es gab auch immer wieder Phasen, wo das ganz normal war, dass Frauen Fußball gespielt haben, aber es gab dann halt irgendjemanden, der gesagt hat, ach, gesundheitlich ist das für Frauen vielleicht nicht so gut oder schickt sich nicht so oder die können ja nicht so lange aushalten auf dem Platz und keine Ahnung. Also es waren dann immer so Meinungen, die gekommen sind oder sie sollten sich besser auf die Rolle der Mutter konzentrieren. Auch das war mal ein Grund, warum das Frauenfußball wieder verboten wurde. Endgültig, sage ich mal, ist das jetzt seit 1982 so, dass sie das auch richtig offiziell im Wettbewerbsmäßigen machen können. Beim Radfahren finde ich es auch sehr spannend, also so eine offizielle Straßenradmeisterschaft für Frauen hat es die erste auch erst 1990 gegeben. Und Radfahren war auch lange Zeit, wurde hin und her diskutiert, sollten das Frauen machen dürfen oder nicht. Und man weiß ja auch heute, dass es nach wie vor Länder gibt, wo Radfahren den Frauen und Mädchen nicht erlaubt ist. Also beispielsweise im Iran und Irak ist es nicht gerne gesehen. Radfahren zum Beispiel war die Argumentation auch die, dass man gesagt hat, ja, das ist, kann die Fruchtbarkeit der Frauen beeinflussen. Das hat damals dann auch ein Mediziner so formuliert. Ein anderer Grund war, dass durch das Radfahren Frauen gar Lustgewinn haben. Und das wollte man ja auch nicht sozusagen. Also wurde Radfahren immer wieder auch Frauen einfach verboten. Beim Skispringen, das ist zum Beispiel bei Olympia, Frauen erst seit 2014 erlaubt. Das
finde ich auch eine ganz lustige Geschichte, weil bereits 1911 gibt es ein Foto von der Gräfin Lamberg, die im schwarzen Kleid und mit weißer Pudelmütze von der Kitzbüheler Schanze im Männerwettbewerb mitgesprungen ist, damals 22 Meter weit gekommen ist. Das heißt, es gab Zeiten, da war Skisprüngen überhaupt kein Problem. Aber irgendwann einmal kommen dann also wieder so, also wird wieder diskutiert und beispielsweise sogar in den 90ern hat der Gianfranco Caspar, der Generalsekretär des Internationalen Skiverbandes, behauptet, die Frauen sollten besser wirklich nicht Skispringen, weil beim Aufkommen kann die Gebärmutter zerplatzen. Wir haben das natürlich nachrecherchiert, wir haben das nicht gefunden und ich glaube, die Daniela Raschko-Stolz würde das jetzt dem auch vehement widersprechen, denn die hat ja, glaube ich, momentan ihren Rekord bei 200 Meter weit. Und also das sind einfach so Behauptungen, die sozusagen wirklich auch Einfluss darauf haben können, darf ich das machen, diesen Sport oder nicht? Wird mir das erlaubt oder nicht? Gleichzeitig ist es bei der rhythmischen Sportgymnastik und dem Synchronschwimmen beispielsweise Männern immer noch untersagt, dass sie bei Olympia mitmachen dürfen. Es gibt natürlich vereinzelt nur Männer, die das machen möchten, aber sie haben nicht die Möglichkeit. Geschlecht hat auch Auswirkungen darauf, welche Anerkennung ich zum Beispiel für sportliche Leistungen bekomme. Das kann jetzt im kleinen Rahmen sein, dass man wirklich in der Familie hört, der super, er hat schon wieder ein Fußballmatch geschafft oder und ja, sie hat halt noch nicht die Sportart gefunden, die sie braucht oder die er zusagt. Es ist aber im Breiten, also wirklich im Spitzensport natürlich ganz deutlich sichtbar, auch in Form von Preisgeldern und Gehältern. Also wir wissen, dass natürlich Sportlerinnen oder Sportarten, gleiche Sportarten, zum Beispiel wie Tennis, das, was jetzt Frauen und Männer ja wettkampfmäßig betreiben, dass da die Preisgelder für die Frauen niedriger sind, dass zum Beispiel die Gehälter von Fußballerinnen niedriger sind wie die Gehälter von Fußballern. Und wir wissen auch, dass das eben in der Öffentlichkeit, wenn wir jetzt Zeitungen und Zeitschriften und Medienberichte im Fernsehen zum Beispiel hernehmen, dass es schon so ist, dass da Frauen weniger sichtbar sind wie Männer. Sie sind von zahlenmäßigen her weniger sichtbar und sie werden auch in anderen Posen und mit anderen Worten dargestellt. Das hat sicher auch sehr großen Einfluss. Hier kommt natürlich jetzt immer das Argument, es hängt ja vom Publikum ab, wen interessiert denn zum Beispiel, weiß ich nicht, Frauenfußball und so weiter. Ist natürlich ein Argument und trotzdem denke ich, muss sich hier etwas verändern, denn es hat etwas mit dieser Darstellung in der Öffentlichkeit zu tun und wenn man es nicht sieht, dann wird man auch nicht mehr Interesse dafür erwecken. Wenn jemanden dieses Thema mehr interessiert, gibt es jetzt von ganz aktuell, nämlich von 100% Sport, dem österreichischen Zentrum für Genderkompetenz im Sport, einen neuen Bericht dazu. Die haben die Geschlechtergerichte Sportberichterstattung, also da einen Bericht dazu erfasst von 2014 bis 2020 und evaluiert und auch Handlungsempfehlungen dazu herausgegeben. Und das ist sogar ein EU-weites Ziel, das man hier sozusagen ansetzt, um wirklich etwas also in Gang zu setzen und zu verändern für Frauen und Mädchen im Sport. Geschlecht hat auch Auswirkungen darauf, welche Regeln bei manchen Sportarten gelten. Also das ist jetzt schon sehr detailliert. Und man kann jetzt bei allen diesen Beispielen, die ich gerade genannt habe, überlegen, was ist der Grund dafür? Wirkt hier das soziale Geschlecht oder wirkt hier das biologische Geschlecht? Oder wirkt hier vielleicht beides? Das kann ja auch sein. Hier bei diesem Punkt würde ich sagen, geht es natürlich um die Biologie. Also da geht es um körperliche Dinge, dass man einfach sagt, okay, wir limitieren die Spieldauer für Frauen und für Mädchen bei gewissen Spielarten, weil sie vielleicht die Ausdauer nicht so lange haben. Oder wir machen die Basketbälle von Frauen kleiner, damit sie sie in ihren Händen halten können. Oder wir machen eben das Frauenvolleyballnetz niedriger, weil sie eben tendenziell natürlich kleiner sind. Es ist zum Beispiel auch der Diskus für Frauen leichter. Also gewisse Dinge hat man sich schon gut überlegt. Ob man immer dann das Interesse von Frauen und Mädchen trifft, das weiß ich nicht. Ich denke, das müsste man wahrscheinlich länger erheben und auch
studienmäßig erheben. Ich weiß aus meinen Workshops mit den Mädchen, dass es durchaus immer wieder Mädchen gibt, die sich dort sehr beschweren drüber. Die sagen ja, die trauen uns das nicht zu, dass wir genauso lange ein Spiel durchhalten können. Also da gibt es durchaus auch Beschwerden. Aber denke, das muss man ja noch genauer erforschen und schauen. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Aber es gibt es auf jeden Fall. Und da hat natürlich Geschlecht den Einfluss. Geschlecht hat auch Auswirkungen darauf, wie viel Sport und Bewegung wir machen. Bevor ich jetzt auf das eingehe, wie viel wir tatsächlich machen, als Frauen und Männer, Mädchen, Burschen tendenziell, was eben Studien zeigen, möchte ich einmal auf die Bewegungsempfehlungen eingehen. Das heißt, was ist denn überhaupt gefordert? Oder was wünscht man sich überhaupt? Dann sagt man, ist Bewegung gesundheitsförderlich? Und da gibt es die Gesundheitsempfehlungen, die österreichischen Bewegungsempfehlungen. Und ich habe jetzt heute nur die für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren mitgebracht. Es gibt sie natürlich auch für Kinder im Kindergartenalter von 3 bis 6 Jahren. Und es gibt sie natürlich auch für uns Erwachsene. Für Kinder und Jugendliche, unabhängig jetzt von Geschlecht, von ethnischer Zugehörigkeit, von Körper-, Sinnes- oder Mentalbehinderung, sind die Empfehlungen, dass wir uns täglich mindestens 60 Minuten bewegen. Also mindestens eine Stunde am Tag. Und zwar soll das eben so bei mittlerer bis höherer Intensität gemacht stattfinden. Das bedeutet, ich kann gerade noch reden, also ich komme schon außer Atem. So soll diese Stunde gestaltet sein, also ich komme schon ein bisschen ins Schwitzen und ein bisschen außer Atem. Und an 3 Tagen der Woche wird jetzt noch ausdauerorientierte Bewegung mit höherer Intensität empfohlen. Und als Teil der täglichen 60 Minuten soll noch zusätzlich eben, also an 3 Tagen, so muskelkräftigende und knochenstärkende Aktivität gemacht werden. Es klingt jetzt so total nicht lustig irgendwie, also so kommt es bei mir oft an, wenn man sowas so formuliert. Wenn man schaut, wie viele erfüllen das jetzt, dann sieht man das sehr gut in der HBSC-Studie. Das ist jetzt leider nur ein Teil der Altersgruppe, die vorher gemeint war, und zwar die 11-, 13-, 15- und 17-jährigen Mädchen und Burschen. Die hat man eben im Rahmen der HBSC-Studie befragt, wie oft sie sich eben bewegen täglich. Und dann sieht man, dass eben diese Empfehlungen von 60 Minuten körperlicher Betätigung bei mittlerer bis hoher Intensität 11-jährige Mädchen zu 24% erreichen, Burschen zu 31%. Und je älter sie werden, desto weniger schaffen sie es, diese Empfehlungen auch zu erfüllen. Und man sieht auch schon sehr deutlich, Mädchen schaffen es noch weniger wie Burschen. Aber auch Burschen, ich meine, 10 von 100 sind jetzt auch nicht besonders viel. Umgekehrt kann man aus der HBSC-Studie auch sehr schön heraussehen, wie viel Zeit verbringen den Mädchen und Burschen pro Tag, liegen sitzend mit Handy. Und mehr als 5 Stunden zum Beispiel machen das fast 32 von 100 der 17-jährigen Mädchen. Das ist klar, dass dann nicht so viel Zeit für Bewegung überbleibt, wenn man bedenkt, dass die vielleicht auch noch in der Lehre sind oder eben vielleicht gerade noch Schule haben, 6-7 Stunden oder so. Also es erfüllen sehr, sehr wenige und Mädchen eben zu einem noch geringeren Maße wie Burschen. Es ist übrigens bei Frauen und Männern ähnlich, also auch Frauen bewegen sich weniger wie Männern bis zu einem bestimmten Alter. Dann kehrt es sich auch wieder um. Das ist dann aber erst das hohe Alter, so mit 60 ungefähr, da beginnt es sich wieder umzukehren. Jetzt ist es aber natürlich sehr schade, dass so wenige Mädchen und Burschen Sport und Bewegung machen, denn Bewegung und Sport hat unglaublich viele positive Auswirkungen. Das ist jetzt eine Aufzählung von körperlichen positiven Auswirkungen, zum Beispiel, wenn man hernimmt, ja, es wirkt sich natürlich gut auf das Herz-Kreislauf-System aus, es hat natürlich positive Auswirkungen auf die muskuläre Fitness, für die Knochengesundheit ist es gut,
Natürlich auch für eine gesunde Entwicklung des Körpergewichts, also dass man sozusagen mit dem BMI gut im Balance bleibt. Jetzt kommt etwas, was schon einmal so körperlich bezogen ist. Es hat auch wirklich nachweislich mit schulischer Leistungsfähigkeit zu tun. Bewegung führt wirklich zu einer Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit und schulischen Leistungsfähigkeit. Und es ist auch für die psychische Gesundheit, darauf komme ich später noch einmal zurück, sehr förderlich. Natürlich hat es auch positive Auswirkungen für soziale Kontakte. Man kann Freude erleben, man spürt Erfolgserlebnisse. Für viele gibt es auch Sinn im Leben. Besonders wichtig aber jetzt dafür Mädchen noch hervorzuheben, sind folgende positive Auswirkungen. Körperliche Aktivität hat nachweislich eine sehr positive Auswirkung auf ein positives Körperbild und ein Körpergefühl. Und das ist für mich schon sehr wichtig. Wenn Mädchen früh beginnen, Spaß an Bewegung zu finden, dann werden sie auch einen positiveren Zugang und ein positiveres Gefühl zum eigenen Körper und Körperbild entwickeln. Und das ist natürlich schon eine der besten Voraussetzungen für als Prävention gegen zum Beispiel Essprobleme, die ja sehr häufig auftreten. Wenn ich mich in meinem Körper wohlfühle, wenn ich einen positiven Zugang zu meinem Körper habe, wenn ich so ein Gefühl von Stolz auf meinen eigenen Körper entwickle, dann ist es wirklich ein gutes Gefühl für Mädchen, also ein gutes Paket, das sie da mitkriegen. Bewegung kann auch kann auch Angst und Depressionen reduzieren. Auch dazu gibt es unzählige Studien. Und gerade jetzt in Corona-Zeit habe ich oft daran gedacht, dass eben, wir wissen, die Psychiatrien sind voll. Erst kürzlich wieder einen Vortrag von Dr. Plehner gehört, der gesagt hat, ja, Essstörungen sind im Steigen, Angststörungen und Depressionen sind im Steigen. Und da wäre körperliche Aktivität eben unglaublich förderlich in dem Bereich, denn sie kann sie reduzieren. Es führt auch nachweislich wirklich zu einer Erhöhung vom Selbstwertgefühl und zu einer Verbesserung der Selbsteinschätzung. Das heißt, ich kann durch Bewegung mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein und die Selbsteinschätzung nachweislich steigern. Und die HBSC-Studie, wo ich vorher die Zahlen präsentiert habe zu Bewegung und Sport, die erhebt beispielsweise auch den subjektiven Gesundheitszustand von Mädchen und von Burschen in diesen Altersgruppen und erhebt auch die Lebenszufriedenheit von Mädchen und Burschen in dieser Altersgruppe. Und genau bei diesem Punkt, bei diesen beiden Punkten eigentlich, sieht man sehr stark diesen Pubertätsknick bei den Mädchen, dass sie eben im Alter von ab 13 ungefähr sehr, sehr stark an positiven, ja, an Selbstbewusstsein und an positiver Lebenszufriedenheit einfach verlieren. Also dieser Knick ist sehr, sehr deutlich sichtbar. Sie nennen es auch in der Fachsprache so als Pubertätsknick und der hält sich schon wirklich jahrzehntelang. Also diese Studie ist ja sehr gut, weil sie einfach alle 4 Jahre durchgeführt wird, schon seit 1982 und nicht nur in Österreich, sondern in vielen, vielen Ländern. Aber für Österreich finde ich sie sehr wertvoll, weil wir eben den Verlauf auch sehen. Okay, was verbessert sich bei der Gesundheit von Mädchen und Burschen? Was verschlechtert sich? Und gerade bei diesem Selbstbewusstseinsthema, bei diesem, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben? Wie schätze ich selbst meinen Gesundheitszustand ein? Gibt es eben bei diesem Mädchen sehr deutlich diesen Knick, der natürlich auf die körperlichen Veränderungen auch zurückgeführt wird. Also das ist natürlich eine Lebensphase, in der Mädchen ihre Menstruation bekommen, in der der Busen anfängt zu wachsen, wo sie vielleicht Kommentare von außen hören, also wo sie einfach viel an Unsicherheiten erleben und dadurch lässt sich dieser Knick eben erklären und Bewegung würde da eben sehr gut entgegenwirken. Aus meinen Workshops und auch die Hanna aus ihren Workshops weiß, dass einfach Menstruationsbeschwerden etwas ist, was sehr häufig bei Mädchen vorkommt. Also wenn ich einen Workshop mit 10 Mädchen habe, dann gibt es da sicher 7 Mädchen, die sagen, ja, ich habe Regelschmerzen. Und das geht von, ja, ein bisschen Bauchweh, ein bisschen Kreuzweh, bis zu, ich kann oft gar nicht aufstehen, ich habe Übelkeit, ich habe Kopfschmerzen, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann nicht einmal Schule gehen zum Beispiel. Menstruationsbeschwerden sind wirklich häufig. Es wird nur sehr wenig darüber gesprochen.
Und auch hier finde ich es eine gute Nachricht, körperliche Aktivität kann Menstruationsbeschwerden lindern. Dazu gibt es gute Studien schon, auch Vergleichsstudien, Kontrollstudien, wo man innerhalb von 8 Wochen sehen kann, okay, die Vergleichsstudie, die eben, also die Teilnehmerinnen, die eben Bewegung gemacht haben und Menstruationsbeschwerden haben, bei denen haben die Menstruationsbeschwerden nach diesen 8 Wochen schon abgenommen, während eben die Teilnehmerinnen, die Menstruationsbeschwerden haben und wenig Bewegung oder keine machen, natürlich keine Verbesserung war, aber man hat diesen Vergleich wirklich gehabt. Und aufgrund dessen ist meine Empfehlung, es lohnt sich echt, das auszuprobieren und das als Tipp weiterzugeben, auch wenn viele Mädchen sagen, ich kann nicht, ich schaffe es nicht. Auch spazieren gehen ist Bewegung. Und in kleinen Schritten zu beginnen, kann doch sehr schnell auch Erfolg bringen bei diesem Thema. Und das ist halt so, doch sehr mädchenspezifisch. Genau, und jetzt kommen wir eben schon zu dem Punkt, wie kann ich jetzt eigentlich Mädchen zu mehr Bewegung motivieren? Und diese Tipps, die ich hier gebe, die habe ich aus meiner Masterarbeit eben zusammengestellt. In meiner Masterarbeit habe ich Fokusgruppendiskussionen gemacht mit Mädchen in Mittelschulen. Habe sie eben gefragt, wie erlebt ihr Bewegung und Sport in der Schule? Was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut? Ich habe auch Fokusgruppendiskussionen mit Lehrerinnen gemacht in Hauptschulen. Und auch Sie nach Ihren Erfahrungen gefragt, also wo erleben Sie Dinge, wo Sie sagen, ach, mit denen kann ich die Mädchen noch gut motivieren. Was sind so aus Ihrer Sicht eben die Dinge, was Motivation bringt. Und ich habe auch Mädchen rückblickend noch gefragt, also Mädchen, die einmal in der Schule, in der Mittelschule waren und schon ein bisschen älter waren und jetzt zurückblicken und überlegen, ach, wie war das eigentlich in meiner Schulzeit, was habe ich noch gut in Erinnerung, was habe ich schlecht in Erinnerung. Und diese letzte Gruppe habe ich einfach deshalb befragt, weil ich es aus meinem Bekannten- und Freundeskreis einfach selber kenne, dass bei dem Thema eigentlich ziemlich emotional oft zugeht. Also ich habe immer Bekannte und Freundinnen, die sagen, boah, Turnen in der Schule, das war ja Wahnsinn und das war so schrecklich und Bälle werfen. Und jede von Ihnen, also von euch heute, die da teilnehmen, kann ja selbst mal kurz zurück überlegen, wie das eben in der eigenen Schulzeit war, wie man das in Erinnerung hat. Und diese persönliche Erfahrung ist es eben, die mich damals zu diesem Thema eigentlich auch bewegt hat, weil ich habe irgendwie, wäre es doch interessant zu schauen, was sind denn die guten Faktoren, wo kann man ansetzen und was sind eigentlich hemmende Faktoren, die man eigentlich da vermeiden sollte. Als erstes zur Motivation noch einmal. Wir haben ja schon, anfangs habe ich schon berichtet, okay, die Motivation, warum Bewegung und Sport gemacht wird, kann sich zwischen Mädchen und Burschen, Männern und Frauen eben unterscheiden. Und wenn ich jetzt beispielsweise in Gesprächen im Jugendzentrum, sagen wir, ich rede mit den Mädchen und höre bei den Mädchen, ach, bin überhaupt nicht fit oder ach, ich habe schon wieder Regelschmerzen oder kenne keine Leid und irgendwie bin ich einsam oder wenn man merkt, jemand hat eben nicht so viel Selbstbewusstsein, dann finde ich, sollte man an dem sofort und gleich anknüpfen. Also ich finde, es sind die besten Punkte, um zu Bewegung und zu Sport ein bisschen zu motivieren. Einfach zu sagen, hey, du denkst, du bist nicht fit genug, machen wir doch gemeinsam, denn das ist gleich der nächste Punkt, selbst ein Vorbild sein und mitmachen, machen wir doch gemeinsam Bewegung und Sport. Das ist etwas ganz was Wichtiges, das haben alle Mädchen in den Fokusgruppen so berichtet, dass sie es, also die erlebt haben, die Turnlehrerin hat mitgemacht, die haben das sehr positiv beschrieben, die haben gesagt, das war super, die hat alles mit uns gemeinsam gemacht. Und die es eben nicht erlebt haben und gesagt haben, die Turnlehrerin ist am Rand gestanden und hat uns die Anweisungen gegeben, haben das als unglaublich unfair empfunden. Deswegen finde ich es wirklich wichtig, wenn ich Mädchen zu mehr Bewegung und Sport bewegen möchte, begeistern dafür möchte, dann muss ich, glaube ich, mich selbst wirklich an der Nase nehmen und sagen, okay, machen wir gemeinsam etwas. Und vielleicht gibt es etwas, was man in den Alltag einbringen kann. In einem offenen Betrieb im Jugendzentrum, denke ich mir, ist das ganz gut möglich. Bei Berufsorientierungsmaßnahmen verstehe ich, dass es vielleicht nicht immer gleich so einfach ist. Aber vielleicht kann man mit kleinen Schritten beginnen und einfach selbst auch mitmachen oder von eigenen Erfolgen dann berichten. Wichtig finde ich aber trotzdem eben diese Gespräche zu nutzen und hinzuhören, was sind Dinge, über die Mädchen sich beschweren und Bewegung dann sozusagen als,
als mögliche Lösung einzubringen. Bei dem Angebot selbst ist es natürlich schon wichtig, ja, welches Angebot spricht die Mädchen an? Also ich würde da nicht sagen, passt, machen wir gemeinsam Bewegung, mir taugt Laufen, deswegen gehen wir jetzt alle gemeinsam laufen, sondern natürlich zu fragen, okay, was sind angenehme Bewegungsformen, wo wirklich die Mädchen sagen, wenn schon Bewegung, dann kann ich mir das noch am ehesten vorstellen und an dem dann vielleicht dran zu bleiben. Jetzt momentan scheint es mir sehr beliebt bei Mädchen eben, also sowas wie Rollerskaten, weil das etwas auch ist, wo man nebenbei noch gut tratschen kann. Wie man, also ich denke, das hat auch sehr guten Nebeneffekt, also man kann nebenbei noch reden. In meinem Bekanntenkreis gerade sehr in Hula Hoop, ich habe mir gedacht, das schreibe ich jetzt dazu, weil Hula Hoop verbinden vielleicht manche wirklich mit sehr schönen Erlebnissen. Und man sagt, es gibt jetzt so spezielle Hula Hoop Reifen, die ein bisschen schwerer sind. Und das ist irgendwie total lustig, wenn bei uns in der Siedlung stehen da oft die Frauen wirklich die Straße lang und alle Hula Hoopen und können eben nebenbei noch reden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel bei einer Berufsorientierungsmaßnahme auch in einer Pause gar nicht schlecht ist, wenn man sich 10 Minuten hinstellt und einmal Hula Hoop macht. Und das ist schon auch anstrengend, aber ich glaube sehr gut auch für Rückenbeschwerden zum Beispiel. Sehr gut ist natürlich auch schnelles Gehen oder Walken und interessanterweise nennen sehr viele Mädchen das auch schon in meinen Workshops, dass sie das oft machen. Also spazieren gehen ist für Mädchen eigentlich was Normales. Und ist ihnen vielleicht gar nicht so bewusst, dass das ja auch schon Bewegung und Sport ist. Aber wenn man fragt, was macht ihr so, dann erzählen die ganz oft, ich gehe mit meiner Freundin spazieren. Wir gehen dann da durch die Siedlung und gehen halt um. Also spazieren ist doch etwas, was Mädchen, glaube ich, sehr gut gefällt. Auch sowas wie Eislaufen. Natürlich auch immer mit Musik. Also das scheint für Mädchen schon auch sehr, sehr wichtig zu sein, dass sie vielleicht auch selbst Musik mitbringen und selbst vielleicht auch Übungen mitbringen. Empfehlung aus Literatur ist natürlich auch sowas wie unbehaftete Trendsportarten mitzunehmen. Es empfiehlt sich Dinge sowas wie Parkour, Slacklining, Bouldern oder Headies, wo ich selbst googeln musste, was ist das eigentlich? Also das ist so Tischtennis mit dem Kopf. Und das dürfte deswegen einfach unbehaftet sein, weil da kann man auch nicht sagen, das ist ja typische Burschengeschichte. So wie es vielleicht manchmal in den Köpfen da drinnen ist, ja Fußball, nah, das machen ja die Burschen, ist eh nicht mehr so. Aber so ist es eben bei diesen Trendsporten eben noch sehr unbehaftet. Also das ist durchaus etwas, wo man sagt, das ist natürlich sowieso allen offen. Und warum probieren wir das nicht einmal? Natürlich möchte ich darauf verweisen, dass man natürlich keine Rollenklischees bedienen soll. Also ich werde nicht hingehen als Jugendbetreuerin und sagen, Mädels, was machen wir? Aerobic ist doch was für Mädchen, Fußball spielen wir nicht. Also das würde sowieso niemand von uns machen, so etwas zu bedienen. Gleichzeitig habe ich aber oft das Gefühl, wir müssen schon ein bisschen schauen, was ist ihr Lebenswelt gerade. Und wenn sie wirklich zum Beispiel sagen, schau, das ist meine App und die habe ich gerade und das Programm mache ich manchmal, warum sollen wir es nicht hernehmen und wirklich im Jugendzentrum einmal machen, gemeinsam? Das ist eben das, was ich gemeint habe am Anfang, nachfragen, welches Angebot wird gewünscht und womit verbinden Sie noch einigermaßen etwas Positives. Auch Fitnessstudios scheinen durchaus sehr beliebt bei Mädchen. Warum nicht einmal gemeinsam hingehen? Oh. Als nächstes, ja, wie soll das Angebot gestaltet sein? Finde ich schon gut zu überlegen oder nachzufragen, Mädchen, wie wünscht ihr es euch? Denn es gibt vielleicht Mädchen, die sagen, ja, super, machen wir Bewegung und dann macht vielleicht ein Jugendzentrum ein Bewegungsangebot für alle. Dann kann sein, dass genau das eine Mädchen sagt, so habe ich es mir nicht vorgestellt, dann sind ja wieder die Burschen dabei und ich fühle mich beobachtet und ich möchte das nicht. Deswegen einfach ein bisschen sensibel sein und überlegen, ist es vielleicht möglich, es auch nur für Mädchen anzubieten, reinzuhören, zu schauen, vielleicht sagen dann auch die Mädchen, warum sind wir jetzt nur Mädchen? Also einfach ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, nachfragen, schauen. Nicht einfach also drüber entscheiden, sondern nachfragen. Das Gleiche gilt natürlich auch im Bereich, wer führt das Angebot durch. Hole ich mir jemand Fremden zum Beispiel ins Jugendzentrum?
Oder zum Beispiel auch in die Schule, ist das jemand von einem Sportverein aus dem Ort? Ist das ein Mann, ist das eine Frau? Was macht es mit der Mädchengruppe? Oder was macht es mit der Gruppe insgesamt? Im Hinterkopf behalten. Ich sage nicht, es soll ein Hinderungsgrund sein, das dann nicht durchzuführen oder es per se mit einer Frau zu gestalten, aber es kann ein Grund sein, warum dann manche Mädchen vielleicht sagen, na, mag ich nicht mitmachen. Einfach bedenken. Auch auf die Bedürfnisse von Starterinnen und Fortgeschrittenen achten. Es wird immer Mädchen geben, die sagen, hey, ich bin schon fit, ich will mehr. Und es wird immer Mädchen geben, die sagen, wow, langsam und mir reicht es eigentlich, ich will gar keine Steigerung. Das finde ich, so, dem sollte man beiden versuchen zu entsprechen. Vielleicht kann man ja dann auch in beiden Gruppen, also die Gruppen teilen, schauen, was sind denn die Bedürfnisse, wie kann man die eine Gruppe befriedigen, wie kann man die andere Gruppe befriedigen. Es im Kopf zu haben, finde ich wichtig. Ich würde auch nicht per se Wettkampf zum Beispiel für Mädchen ausschließen. Es wäre ja total lustig, einmal mit einer Mädchengruppe bei einer Veranstaltung zu starten, wenn sie zum Beispiel draufkommen, laufen gefällt ihnen. Es gibt genug Laufwettbewerbe, wo man mitmachen kann als Gruppe, als Team und es ist ein unglaublich schönes Erlebnis, glaube ich, wenn man so etwas gemeinsames Staffel zum Beispiel beschreitet. Genau, und wenn ihr aber jetzt weiß, jetzt ein Mädchen ist nicht auf Leistung aus, dann natürlich eher den Spaß und die Freude an der Bewegung. Immer betonen, dass das ist unser, das ist eigentlich das Ziel. Wir wollen gemeinsam Spaß und Bewegung haben. Wir wissen auch von den Mädchen selbst, dass sie wirklich abwechslungsreicheres Programm lieber, tendenziell lieber mögen als die Burschen. Das ist schon auch das, was wir auch im Jugendzentrum oft hören, dass die spielen dann Fußball, die Burschen, und die Burschen spielen dann Basketball und das können sie am liebsten jeden Tag und das taugt ihnen. Und Mädchen möchten aber vielleicht wirklich mehrere Dinge ausprobieren. Also das ist wieder nur so im Hinterkopf zu behalten, schauen, wie tickt meine Gruppe. Ist es vielleicht wirklich so bei meiner Mädchengruppe, dass wir vielleicht einmal das machen? Vielleicht ist es aber auch nicht so. Dann kann man natürlich das gleiche Programm immer beibehalten. Schön finde ich auch, wenn man zum Beispiel Aktivitäten anbietet, wo man nicht so sehr merkt, dass eigentlich Bewegung gemacht wird. Ich kenne zum Beispiel vom Mädchenzentrum in Klagenfurt, die machen immer wieder Rätselrallyes durch die Stadt, wo man wirklich eigentlich so immer denkt, ah, und ich muss das Rätsel lösen und wir müssen weiter, weiter, weiter und gar nicht merken, wie viele Kilometer sie zurücklegen. Von einem anderen Jugendzentrum weiß ich, dass die zum Beispiel, wenn jetzt wirklich so, ja, ernstere Themen zu besprechen sind, dass manchmal auch Jugendbetreuerinnen sagen, komm, geh mal spazieren und dann reden wir. So wird es einfach das eine mit dem anderen gut verknüpft. Oder wir fahren gemeinsam ins Kino, gehen wir doch zu Fuß. Der Film und das Popcorn ist dann die Belohnung. Oder wir fahren mit dem Rad ins Freibad. Also einfach Dinge zu kombinieren, auch mit Tieren eventuell. Das hat mir auch eine Teilnehmerin einmal aus der Fortbildung erzählt. Die haben dann so eine Alpaka-Wanderung gemacht. Und auch das könnte etwas sein, wo man vielleicht Mädchen gut für Bewegung gewinnen kann. Was muss ich bei der Planung noch bedenken? Also wenn ich jetzt wirklich was längerfristig plane und ich habe beispielsweise eine Sporthalle oder so gemietet, dann kann es durchaus eine Rolle spielen, wie einsichtig ist diese Sporthalle. Ich weiß, dass bei uns in Gradkorn gibt es eine Halle, da kann man von außen runterschauen. Und da können durchaus Besucherinnen draußen stehen bleiben und reinschauen. Und das kann für manche Mädchen sehr hemmend sein. Muss man sich etwas überlegen, gibt es vielleicht Vorhänge, ist es einsichtig oder ist es den Mädchen eh egal? Und sie machen eh Bewegung und es freut sie sogar, wenn jemand zuschaut. Aber ich muss das, finde ich, mitbedenken. Was für Mädchen auch unglaublich wichtig ist, wie ansprechend und sauber sind die Räumlichkeiten, wie wohl fühle ich mich dort, wie sind die Umkleidekabinen und wie sind die Duschen. Denn Duschen war eigentlich ein Thema, was sowohl bei den Mädchen in den Schulen, als auch bei den Lehrerinnen, als auch rückblickend bei den Schülerinnen und bei meinen bekannten Freundinnen überall zu wirklich viel Emotionen geführt hat. Also da gibt es Berichte von, die Lehrerin hat uns zugeschaut beim Duschen, weil die hat darauf bestanden, dass wir duschen, zu welche Techniken sie alle möglich angewendet haben, um nicht zu duschen, um die Lehrerin zu täuschen, von das Handtuch nass machen, weil die Lehrerin hat dann das Handtuch kontrolliert. Alles nur, damit sie nicht duschen müssen. Also da hat es ganz viele lustige Strategien gegeben.
Duschen scheint ein sehr sensibles Thema zu sein. Und wenn man die Duschen in den Schulen, zumindest aus meiner Zeit, bedenkt, dann weiß man, die sind sehr offen. Man kann sich da eigentlich nicht verstecken. Ich denke, sowas kann für manche Mädchen ein Hinderungsgrund sein. Und die könnte zum Beispiel das auch auf den Mann sprechen und sagen, willst du da duschen oder geht sie jetzt heim duschen? Das habe ich ja in der offenen Jugendarbeit in der Hand oder bei anderen außerschulischen Dingen habe ich es in der Hand und kann es eben so gestalten, wie es für die Mädchen gut passt. Sehr schön habe ich gefunden, so die Anregung bei Yoga. Wenn jemand das zum Beispiel in seiner Einrichtung anbieten möchte, dann kann man natürlich auch den Raum dementsprechend angenehm, schön, gemütlich gestalten. Also auch das kann eine Rolle spielen für Mädchen. Bei Outdoor-Angeboten ist es für Mädchen tendenziell viel wichtiger auch zu wissen, wo ist das nächste Klo. Das hat auch zum Beispiel eine Skaterin berichtet, die gesagt hat, naja, wenn man Skaterplätze macht und man möchte zum Beispiel mehr Skaterinnen gewinnen, zum Beispiel auch die Stadt Graz könnte ja da auf die Bedürfnisse der Mädchen eingehen. Und wenn ich das möchte, dann muss ich ein Klo in der Nähe installieren. Weil für Mädchen ist es nicht so einfach wohin zu gehen. Auch zum Beispiel der Bereich, wo kann ich mich vorher oder nachher umziehen. Also auch das kann man mitbedenken. Auch die Uhrzeit spielt eine Rolle. Wann ist das Angebot? Wir wissen, im Winter wird es früh dunkel. Sommer ist es schneller mal heiß. Also einfach zu überlegen, okay, wann macht man das Angebot? Mit den Mädchen gemeinsam einfach besprechen, wann ist es euch am liebsten? Und auch im Hinterkopf zu haben, wenn die Mädchen noch recht jung sind, dann kann es sein, dass sie davon abhängig sind, dass Eltern sie bringen oder holen. Und auch dann muss man, finde ich, das gemeinsam besprechen, wann ist das möglich. Wenn sie selbst kommen, dann wäre meine Empfehlung, die erste Einheit, wenn sie irgendwo außerhalb ist, wirklich einen Treffpunkt zu vereinbaren und dann gemeinsam zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen. Und nicht zu sagen, Treffpunkt ist im Fitnessstudio. Für Mädchen ist das oft sehr, bringt schon mal Unsicherheit mit, weil sie dann denken, hoffentlich finde ich da meine Gruppe, hoffentlich bin ich nicht die Erste. Also einfach einen Treffpunkt zu vereinbaren und dann gemeinsam zu starten. Und natürlich ist es bei Mädchen sehr, sehr wichtig, bei allen möglichen Gelegenheiten über andere Dinge auch zu sprechen, weil die Dinge sind es oft, die die Mädchen auch am Sport hindern. Das heißt, wenn ich es schaffe, einen guten Zugang zu Themen wie Brustentwicklung, zu Menstruation, zu Sexualität, überhaupt zu Thema Körperbild, Körperbewusstsein, Selbstbewusstsein, wenn ich eine gute Arbeit in diese Richtung mit den Mädchen mache, dann werden sie sich für Bewegung und Sport auch leichter tun. Das eine hat mit dem anderen zu tun, davon bin ich einfach selbst sehr, sehr stark überzeugt. Wenn ich sehr offen mit diesen Dingen umgehe, dann tue ich mir für Sport und Bewegung einfach leichter. Wenn ich es tabuisiere, wenn ich nicht darüber spreche, zum Beispiel das eben, was ich nicht, es während der Menstruation blöd ist, Sport zu machen oder man hat Angst, man darf das vielleicht gar nicht machen. Also immer wieder hören ja auch Mädchen, während der Regel darf ich keinen Sport machen oder ich darf keinen OB aus gesundheitlichen Gründen verwenden. Das sind ja alles Mythen, die sich noch sehr, sehr stark in den Köpfen verhaftet sind. Und je besser ich an diesen Dingen arbeite, umso besser oder leichter tun sie Mädchen auch mit Bewegung und Sport. Jetzt habe ich noch so ein paar Tipps für einen Online-Selbstlernkurs von FUMA, den finde ich eigentlich sehr interessant. Das hilft ein bisschen auch so eigene Rollenbilder aufzubrechen. Und einen Podcast habe ich angeführt, auch Fußballerinnen bluten, wo eine Fußballerin eben über den Umgang mit Periode spricht. Das habe ich eigentlich auch sehr nett gefunden. Hier eben nur die Angebote vom Frauengesundheitszentrum, einerseits für Mädchen, andererseits eben für die Multiplikatorinnen. Das kann man gerne in Ruhe dann anschauen und nachlesen und uns gerne kontaktieren, wenn man Interesse hat. Und jetzt haben wir noch 10 Minuten, habe ich gesehen, für Fragen, für Diskussion. Ja, herzlichen Dank, Jutta. Es war so schnell vergangen, muss ich sagen. Ja. Total. Wenn Sie Fragen habt, Statements rein in den Chat oder entmutet euer Mikro. Also ihr könnt schon tippen anfangen oder sagt, hey, ich möchte gleich was sagen. Also wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder Fragen an die Jutta, dann bitte schreibt sie jetzt in den Chat.
Und ich habe auch ganz viel nachgedacht, Jutta, muss ich sagen, jetzt da, wie du jetzt da geredet hast, so über meine Sportlehrerin oder wie es bei mir halt so war, wie ich jugendlich war. Und unsere ist echt immer nur in der Ecke gestanden. Und es war immer eigentlich, ja, Sport war für mich nicht lustig in der Schule. Gell? Und ich glaube, das hat sie bis jetzt hinzogen. Eigentlich, ich bin jetzt so der Sporttyp. Ja? Aber vielleicht ist die Lehrerin schuld. Ja? Und die Duschsituation war bei uns auch total furchtbar. Kann mich noch erinnern. Also es war Horror eigentlich. Ja? Und das stimmt, wirklich. Also das ist sehr spannend gewesen zum Nachdenken. Hat mich zum Nachdenken gebracht. Was sagt ihr? Wie ist eure Meinung dazu? Oder wie motiviert ihr eure Mädels in euren Einrichtungen mehr Sport zu machen? Oder was gibt es bei euch für Trends oder Tipps, die ihr möglicherweise uns geben könnt? Oder ist jetzt alle schon beim Sport und seid gar nicht mehr da? Ja. Das kann auch sein. Irgendwie traurig, warte mal, jetzt fangen wir an, jetzt geht's los. Und zwar irgendwie traurig, dass sich anscheinend im Turnunterricht noch nicht wirklich was geändert hat. Ja, bei mir ist der Turnunterricht auch schon lang her, nämlich, gell, Jutta, und das. Ja, das war genau das, was mich selbst, glaube ich, so dann an dem Thema so interessiert hat, weil ich möchte, andererseits möchte ich gerne wissen, was hat sich da eigentlich verändert? Und eben so gerade in der Zeit, finde ich, wird es auch in der Familie geprägt, so wie stehe ich zu Bewegung und Sport. Aber ich finde, die Schule als Ort, die eben alle einschließen kann, wäre als Public Health Maßnahme so wichtig, einfach dort anzusetzen und zu schauen, was muss ich tun, um einfach Mädchen zu mehr Bewegung zu bringen. Und das ist ja ein Ziel, das schon formuliert ist. Also es ist ja wirklich in Österreich auch so in der Jugendstrategie drinnen, dass wir Mädchen zu mehr Bewegung bringen sollten, weil das einfach schon deutlich ist, dass sie einfach weniger Bewegung machen. Und ich finde, die Schule wäre schon ein guter Ort, auch dort anzusetzen. Und es passiert sicher in vielen Bereichen ganz gut und in manchen gibt es echt sicher noch, also so wie die Duschsituation ist immer noch schrecklich, das lese ich gerade. Das ist, für Mädchen ist das schwierig. Da brauchen wir nicht reden und sie dazu zu zwingen, wird es nicht besser machen. Sondern da muss ich mir was überlegen. Räumlich überlegen oder zeitlich überlegen. Aber ja, also es ist auch die Umkleidesituation kann für manche schwierig sein. Dann ist ja egal, mache ich mir da Umkleide, oder? Und jede, die es nicht mag, kann sich da drinnen umziehen. Warum muss man es ihnen schwer machen? Du hast total recht. Also das finde ich, stimmt. Ja. Sollte man sich wirklich einfach überlegen. Oder auch ansprechen oder auch, ja. Habe in der Arbeit mit dem Auftrag, mit der Klientin an die frische Luft zu gehen und es wird angenommen. Ja, cool. Ja, das ist eine super Idee. Ich denke, Ortsveränderung bringt sowieso immer was Gutes. Einfach zu sagen, komm, gehen wir jetzt raus. Also frische Luft ist sowieso gut. Gleichzeitig macht man ein bisschen Bewegung und verbindet eine Beratung oder ein Gespräch gleich mit Bewegung. Das finde ich sowieso super. Man kann nämlich bei Besprechungen auch, finde ich, einfach spazieren gehen dabei, gell? Genau. Also das müsst ihr mal ausprobieren. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr normalerweise mit eurem Büro Kollegen oder Kollegin eine Besprechung habt, dass ihr die einfach mal draußen macht. Einfach nebeneinander spazieren geht und ihr werdet sehen, ihr werdet vielleicht andere Ideen haben, weil ihr einfach geht. Ja? Also ich finde das super. Mir taugt das zeitweise total, wenn man einfach draußen eine Besprechung macht. Und ja, es geht genauso. Am Abend, wenn man zuerst sagt, es geht nicht. Es ist cool. Ja, der sagt ja immer, ist gesprächiger. Und was mir in meinem vorigen Post noch eigentlich sehr gut gefällt, sie hat den Auftrag, oder er oder sie hat den Auftrag dazu, das zu machen, und das ist natürlich auch eine strukturelle Geschichte, denke ich mal. Wenn ich den Auftrag habe, das zu tun, na dann mache ich das. Und also es ist natürlich, hat gleich positive Auswirkungen. Also sowas wäre doch auch wünschenswert, dass Chefinnen und Chefin sagen, ja, wir setzen das jetzt einfach ein als fixe Methode und das wird einfach gemacht. Und dazu leisten wir gleichzeitig einen Beitrag eben zur Bewegungsförderung. Also an alle Chefs und Chefinnen hier, ja. Einfach einmal nachdenken drüber oder auch weiterleiten, gell? Die, wenn keine dabei sind. Gute Idee, finde ich super, taugt mir. Was gibt es sonst noch? Habt ihr noch gar keine Fragen? Oder
kommt auch sehr auf meine eigene Einstellung zur Bewegung an, wie ich meine Betreuungszeiten gestalten kann. Ja, stimmt. Ja. Ja. Sport, für den man selbst brennt, gemeinsam machen, ist motivierend. Ja, sicher. Ja, alles, was für was ich selbst brenne, oder? Ja. Ist irgendwie motivierender als, wo ich sage, ja, muss ich halt machen. Ja, und ich glaube schon, das eigene Vorbild macht es aus. Du hast es selber auch gesagt, die Lehrerin ist immer in der Ecke gestanden. Bei uns war es schon auch so, auch selbst beim Schwimmen, die ist draußen gestanden, wir sind im Becken gewesen. Ich finde, wenn man sagt, okay, ich möchte etwas für Bewegung von meinen Klientinnen und Klienten tun, dann heißt es nicht, ich sage es einer, sie sollen was tun, sondern wir alle machen jetzt da was und bin mit dabei. Also das sollte mir, glaube ich, vorher bewusst sein, dass das ganz wichtig ist, dass ich da selbst auch mit einsteige. Ja, gell. Die Elli fragt noch, wie heißt nochmal die Studie, die alle 4 Jahre gemacht wird? Die HBSC-Studie. Das ist Health Behavior in School Age Children Studie. Und die findet man eigentlich auf der Seite vom Bundesministerium für Gesundheit. Kann man die von allen Jahren auch runterladen. Und da sieht man zum Beispiel auch, wie ernähren sich unsere Burschen und Mädchen. Wie oft sind sie von Mobbing betroffen. Und ich finde, das ist wirklich eine gute Studie, die wir über die Gesundheit von Mädchen und Burschen haben. Aha, den FUMO-Link. Die PowerPoint kriegt ihr, genau. Die schickst du mit aus. Gell? Das heißt, da ist ja der Link auf jeden Fall drinnen. Und was mir jetzt auch noch einfällt, ein netter Tipp, den kennen manche von euch vielleicht von das Run Like a Girl, wo sozusagen kleine Mädchen, gibt es einen auf YouTube, Run Like a Girl, und dann kommt der Clip, da sieht man immer junge Mädchen und zu denen wird gesagt, komm, sag einmal, wie läuft ein Mädchen? Und die Mädchen geben Vollgas, also die kleinen Mädchen, du siehst, sie rennen. Und es ist ja wirklich Tatsache, dass bis 10 eigentlich kaum einen Unterschied gibt zwischen Mädchen und Burschen, also auch bei Laufbewerben oder egal. Da gibt es eigentlich nicht viel Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und in dem Film sieht man dann eben später so junge Frauen und zu denen sagt man auch, lauf wie ein Mädchen. Und die stellen sich hin und tun dann so und laufen halt wirklich komplett komisch. So wie sie es halt, keine Ahnung, in ihren Köpfen drinnen haben, dass Mädchen und Frauen laufen sollten. Und da sieht man wieder, was Erwartungen und Vorstellungen mit uns machen. Weil es scheint ja so, als würden Mädchen und Frauen nicht ordentlich laufen können. Und das verlernen wir irgendwann einmal. Und ich finde, an dem Punkt muss man auch gut ansetzen. Und das hat auch was mit Vorbildwirkung und mit Rollenbildern zu tun, da anzusetzen und da einzuhaken und immer wieder drauf zu schauen und zu sagen, hör zu, jeder und jede, die mit Sport beginnt, tut sie halt einmal schwer am Anfang. Und es ist nicht per se so, dass man sich jetzt als Mädchen oder als Frau extra schwer tut. Nein, wir haben alle einen Körper und wir können das alle üben und trainieren. Also das finde ich ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also sie auch nicht als Erwachsener dann zum Beispiel zu kichern, wenn man was nicht richtig macht, sondern zu sagen, ja, ich mache es nicht richtig, ich mache es ja das erste Mal. Oder einfach da ein bisschen drüber zu stehen. Das finde ich schon ganz wichtig, dass man das nicht bedient. Ja, das Video ist sehr empfehlenswert. Kann man sich auch anschauen, finde ich, in einer Mädchengruppe einmal. Das werde ich nachher dann gleich machen. Habt ihr noch Fragen? Rein in den Chat mit euren Fragen, mit den Statements. Ich glaube, der René hat vorher noch geschrieben, dass beim Dolomitenmann irgendwie nur immer keine Frauen zugelassen sind. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Jutta, es war ganz am Anfang das einmal. Das habe ich nicht gesehen, ja. Beim Dolomitenmann dürfen Frauen noch immer nicht starten, da der Veranstalter Werner Krismann meint, dass Frauen diese Belastung nicht aushalten würden. Ja, das sind so Meinungen. Das ist halt wirklich schwierig, gegen das anzutreten. Ich glaube, da muss es dann wirklich so Athletinnen geben, die das einfach das Gegenteil beweisen oder wie weiß nicht. Es ist schwierig, wenn einem Hürden da in den Weg gelegt werden. Das finde ich nicht in Ordnung. Es war beim Ironman ja ähnlich. Jetzt gibt es eigene Ironman-Bewerbe für Frauen und man weiß. Da Iron Woman oder wie heißt das dann? Also ist ja, das dann? Ich glaube Iron Woman. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Wird das extra beworben, weil wir draufgekommen sind, dann erreicht man mehr Frauen, auch mit diesen Veranstaltungen, eigene Webseiten und so weiter. Ich finde das wichtig, um das aufzubrechen, um das sichtbar zu machen, dass es eben schon ganz viele Sachen gibt und auch immer geben hat. Nur irgendwer hat sich dann halt ausgedacht, nein, wir sollten das besser nicht machen, weil die Gebärmutter
platzt oder ja. Gibt es noch Tipps, so wie Run Like a Girl für eine Mädelsgruppe, ist eine Frage. Hast du noch so Tipps? Nein, leider nicht. Im Moment fällt mir jetzt, mir ist das eigentlich sofort eingefallen, weil das schon spezifisch ist für das Thema. Leider nicht im Moment. Wenn mir noch was einfällt, Dagmar, würde ich es dir noch mailen. Super. Dann könnte ich das noch mitschicken. Oder ich gebe es in die PowerPoint ein. Ja. Aber leider im Moment, also spontan fällt mir nichts ein. Wir haben auch noch, hallo. Hallo. Wir haben auch ganz eine gute Erfahrung gemacht mit den Urban Skaters aus Graz. Das, und was ich nicht mitbedacht habe, es war für Burschen und Mädels und die waren sehr begeistert oder was sehr motivierend für sie war auch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber sie haben den Trainer so super und so fesch gefunden. Genau das, man muss überlegen, wen setze ich als Trainer oder Trainerin ein. Also ich habe den natürlich vorher auch nicht gesehen, aber der ist voll gut angekommen und sie haben dann sogar von selber, wollten sie dann auch noch so, wie sagt man, mit Puck und also mit, sie wollten dann auch noch spielen und wettkampfmäßig und sie waren voll motiviert. Also ich habe auch mitgemacht und habe das auch echt als das, was du erzählt hast, dass das, glaube ich, echt gut ist und ich habe es auch super für mich selber gefunden, mitzumachen, weil ich dadurch irgendwie so sie anders gespürt habe und wir waren mehr ein Team und so, wie, das war echt eine coole Erfahrung. Die kann ich empfehlen, die haben das auch gut gemacht. Ja, also solche Faktoren spielen immer auch eine Rolle, wie gut macht das Trainer oder Trainerin. Ja. Und genau, es macht nicht nur das Feschsein aus, sondern grundsätzlich denke ich, es geht wirklich um diese, kann ich jemanden motivieren, kann ich jemanden mitreißen? Da gibt es natürlich ganz gute Trainerinnen, die das super machen auch. Für strenggläubig türkische Mädchen scheint das noch ein schwierigeres Thema zu sein. Das stimmt, kann ich absolut bestätigen. Kommt natürlich auch Punkte dazu wie, darf ich ein Tampon tragen? Zum Beispiel, die können natürlich nicht, dann dürfen sie nicht, können nicht mitgehen schwimmen. Da spielt das Thema Einsichtigkeit eine große Rolle. Also die dürfen gar nicht, dass sie jemand anderer sozusagen sieht und beobachtet. Das ist ja nicht erwünscht. Also für die spielt das ja eine Rolle, dass das sehr wohl abgedichtet und blickdicht ist. Also wenn man die zu Bewegung und Sport bringen möchte, dann sollte man das zumindest nachfragen, wie groß das Problem ist, wenn das zum Beispiel eine einsichtige Halle ist. Ja, und überhaupt, also es wird auch nicht als wichtig erachtet, dass die sich bewegen sollten, das wäre vielleicht noch Schule leistet, also wichtigere. Also es gibt viel zu bedenken, viel zu überlegen und alles, was ich gesagt habe, sind ja nur Anstöße. Also man darf das ja nicht überstülpen, und gleich von vornherein sagen, so und so ist es bei den Mädchen, das ist natürlich nicht so. Also, und es gibt auch eigene Frauenläufe, genau, das ist auch ein wichtiger Hinweis, also vielleicht passt sowas einmal. Oder eben den Businesslauf, wo man ja durchaus mitmachen kann als Gruppe. Und ich finde, so ein gemeinsames Erlebnis ist manchmal ganz schön, als gemeinsame Staffel dort anzutreten. Ja, Jutta, du hast ja gesagt vorher, also das kannst du nur anschneiden können, das Thema. Bei euch kann man eine Fortbildung machen in diesem Bereich, gell? Also mit genau. Diesem Thema. Wenn man das machen möchte, wie kommt man dann dazu? Einfach anfragen beim Frauengesundheitszentrum, würde ich sagen, oder? Genau. Super. Wenn Sie noch eine Frage habt, dann habt Sie jetzt wirklich noch die letzte Gelegenheit dazu, wenn Sie noch ein Statement oder eine Frage in den Chat reinschreiben wollt. Ansonsten macht es doch eine Fortbildung, eine längere, intensivere. Ja, aber es ist echt heute so gegangen für mich, die Stunde, ja, und wir haben viel zum Nachdenken und zum, jetzt kommt noch was, und zwar, wird an Schulen bereits Aufklärungsarbeit bezüglich Duschsituationen gemacht, weil reden kann man immer wieder darüber, immer was, aber wird auch, jetzt ist es weg, aber wird auch bereits ernsthaft darüber gesprochen und gehandelt? Also wüsste ich jetzt nicht, ob da wirklich ernsthaft darüber gesprochen wird. Natürlich ist das was ich zum Beispiel, wenn ich in Schulen bin, schon immer wieder so nebenbei anrege und sage, das spielt eine Rolle bei Mädchen. Das ist ja das Gleiche,
Dass ich anspreche, wenn zum Beispiel auf den Mädchentoiletten, also direkt auf dem Mädchenklo kein Mistkübel ist, das finde ich auch nach wie vor ein Skandal. Das sind so Dinge, die wir heute halt anregen, aber es ist nicht, ja, es ist noch nicht sicher strukturell verankert. Das müsste man wirklich eigentlich an höchster Ebene deponieren, dass das ein großes Thema ist. Bei jedem neuen Schulbau müsste man das schon überlegen. Stimmt, gell? Ja, wie die Barrierefreiheit. Genau. Ja. Ja, meine Lieben, danke. Ist mir schon wieder gesagt, super Anregungen. Danke, sehr kurzweilig und toll. Super Präsentation. Herzlichen Dank, liebe Jutta. Also, jetzt gibt es schon die Feedbacks im Chat. Ich würde sagen, ich stoppe die Aufzeichnung. Bevorher möchte ich mich aber noch wirklich herzlich bedanken bei dir, Jutta. Danke für die super Präsentation heute und für die tolle Stunde. Danke, gerne.